heute mal wieder ein Movie von mir. Und zwar werden wir heute mal in die Outlet Mall gehen. Also wir waren ja gestern schon ganz da hinten. Aber es ist halt ein Riesenobjekt. Ihr seht es mal hier. Und dann werden wir heute noch mal reingehen und werden mal gucken, falls euch meine Movies gefallen. Sehr gerne Abo da lassen, ein Comment, ein Like natürlich. Ansonsten, wer genau wissen will, wann ich online gehe, sollte die Glocke noch betätigen. So, und zwar sind wir hier weiter oben an der Sukhumvit Road. Schaut mal rum. Und zwar, ihr seht das hier. Das ist das große Schild. Das sieht man eigentlich schon weit nein von der Straße. Es ist so, ihr könnt da drüben reinfahren. Also ihr könnt hier rumfahren, dann drehen. Oder ihr fahrt hier die Deposit Road rein und dreht dann vorne und kommt hier rein. So, wir werden mal rumschalten. Also, Parkplätze natürlich, ihr seht es hier. Ohne Ende. Mit Parkplatzwächter, also ihr braucht auch keine Angst haben hier für Gas, alles da. Und ab und zu werden hier sogar nochmal Sonderverkäufe gemacht, dann werden hier alles Zelte aufgestellt. Aber wenn das so im Schnitt ist, das muss ich euch nochmal nachreichen. So, wir werden mal rumschalten. So, ihr seht es hier, Sport, Reebok, Adidas, Nike, Oakley und. Hier drüben haben wir noch zwei Gaststätten, also einmal hier eine Gaststätte, Thai Chicken, Thai Food und hier drüben haben wir dann nochmal KFC. So, ich würde sagen, bevor wir reingehen, da kracht man erst einen Werbeblock rein, also Werbung. So, wir gehen mal rein. Ihr seht hier immer Prozente, es ist alles da. Uhren, alles. Also, wir werden mal reingehen. Wir haben natürlich hier wieder mächtig viele Sportgeschäfte. Ihr seht es hier, es geht schon los hier. Alles Sport. Hier haben wir auch Sport und Fußball. Und hier ist schon einiges mehr los. So. Ihr seht es hier oben, Sportstadium. Und hier ist ja doch mächtig gewaltig was. So. Wir gucken mal hier, ja, die Preise, das müsst ihr wissen, ich habe nicht so Ahnung, obwohl man echt sagen muss, 299 ist schon ein super Preis. So, wir gehen mal weiter, ihr seht hier Adidas, ist alles da, Nike, Converse, Gambo, Mitsudo und was es nicht alles gibt. So, es ist natürlich so, um das mal zu erklären, das sind hier alles Originalgeschäfte. Wie hier drüben. Alles Originalgeschäfte. Und hier haben wir meistens entweder von den Sportläden so ein paar Verkäufer oder dann Einzelverkäufer, die hier die Fläche angemietet haben. Was nicht original ist. So. Wir gucken mal rum. Ja, guck mal, was wir hier alles haben. Das wäre ja was für Otto. Ansonsten, ihr seht es hier. Ja, Turnhosen 199, Spat-T-Shirts 119, ist an für sich unschlagbar. So, hier haben wir Muay Thai und Sportschuhe. Also es gibt natürlich auch hier Firmen, die man gar nicht kennt. Und ja, zum Preis können wir hier erstmal gar nichts sagen.
So, wir machen es mal so. Aber ja, hier doch immer mal Leute sind und einkaufen. Haben wir hier noch mal für die Damen. So, was haben wir hier? Portland, Galopp. Hybrids, Out. Fitters, Fighters, Outfighters. Ja. Ihr wisst, mit meinem Englisch nicht so schön. Und deswegen gehen wir in die Werbung. Werbung. So, ihr seht das, es ist hier auf zwei Etagen. Allerdings sieht es unten ganz schön mau aus. Deswegen werden wir uns mal beeilen, soll hier. Dass wir ja alle Geschäfte sehen können, hier wieder für die Damenwelt. Das ist ebenso. Und hier sind manchmal nochmal super Sonderangebote. Hier habe ich zum Beispiel meine Polos fast alle gekauft. Allerdings ist heute eine andere Firma da. Also hier haben wir noch Brillen, Uhren, nochmal Brillen. Hier haben wir nochmal Sachen. Wir werden mal kurz runtergehen. Das heißt, wir werden ja oben schnell durchhuschen und dann runtergehen. So, also. Ihr seht es hier für die Damenwelt, Hüte, es gibt hier an für sich alles. Also wer hier shoppen will, es ist auch angenehm kühl. Ihr seht selber, in der Hochsaison ist es natürlich etwas voller, aber da könnt ihr mir vertrauen, es ist nie so voll, dass man sich hier anrempeln muss oder sonstiges. So. Also die Damen können natürlich einkaufen gehen und die Männer können hier Kaffee trinken. Ihr seht es hier, sehr schön. Ansonsten haben wir hier die Herrenwelt. Ihr seht es hier, es ist alles hier vorhanden. Bay, Berger, dann wieder Polo, Santa Barbara, da hinten haben wir Crocodile, das ist, glaube ich, eine französische Firma, Police, also alles am Start. John Langford, Louis Ferrand und ihr seht, auch alles so vom Preis her, supi an für sich, 100 Baht, da 250, ja. Schlafanzug, Boxer, Shorts für 50 Baht. Das ist 1,50 €. Und da kann man ja nun echt mal nichts sagen. So, ansonsten sehen wir hier Alain Delon. Was haben wir noch? Guy. Und viele, viele mehr. Pierre Cardin. Da oben haben wir noch Manchester, alles vorhanden. Also, Arrow auch. Hier haben wir natürlich wieder so ein paar Nebenhändler. Mit Brillen und sonstigen. Und ich würde sagen, wir gucken noch mal hier ein bisschen rum und werden dann mal runtermarschieren. So, ihr seht es hier, das ist etwa die große Männerabteilung hier. So. Also hier ist ausschließlich für Männer. So, was haben wir hier? Varix, Outlet Store, ja, ist alles Outlet Store, ihr seht, ist Sport. Hier gibt es sehr viel von Thailand-Shirts. Ansonsten. Ja, haben wir hier wieder die Damen, ist sehr schön aufgeteilt und ich würde sagen, bevor wir jetzt runter gucken, was da unten ist, werden wir noch einen Werbeblock reinmachen. Also ich habe auch hier schon Schuhe gekauft, sehr günstig,
Also etwas teurer wie sonst, allerdings haben sie länger gehalten. Also ich habe sie heute immer noch und habe sie vor 6-7 Jahren gekauft. So, also wir gucken mal runter und deswegen würde ich sagen, Werbung. So, hier sind wir wieder. Wir haben hier die Kinderabteilung. Die unten hier ist nicht ganz so groß. Da hinten haben wir Koffer, Schuhe und ja, überall hier was. Ich muss immer ein bisschen lauter reden. Hier haben wir einen riesen Factory-Shoes bzw. Koffer. Hier drüben haben wir Koffer und hier haben wir Schuhe. Also wie gesagt, hier gibt es schon sehr günstige Schuhe. Ich habe es eben gesagt, ich habe ja schon Schuhe gekauft, die habe ich immer noch zu Hause. So, man sollte bei Schuhen auch nicht unbedingt immer auf den Preis gucken, sondern sie sollten schon gut laufen, beziehungsweise auch ein bisschen halten. So, wir gehen mal weiter. Also wir haben hier unten nicht mehr viel Koffer. Handtaschen natürlich für die Damenwelt, sehr, sehr schick. Ansonsten haben wir jetzt hier Bademoden und es ist alles da von Bara, Kaira und. Ihr seht es hier drinnen, wenn Musik ist, muss ich immer mal ein bisschen lauter reden. Und ja, da werden wir jetzt mal gucken. Wir werden mal weitergehen und haben hier jetzt noch Haushaltswaren, also Bettwäsche und so allerlei. So, also, hier haben wir noch die Kids-Abteilung. Ja, es ist, ihr müsst wissen, wo ihr solche Sachen kauft. Die sind hier natürlich immer ein bisschen teurer. Die gibt es auch auf dem Markt vom vom Stoff her ist es eigentlich dasselbe. Und ja, auf dem Markt im Schnitt 100 und hier 100, 150 Bad und hier 450. Ja, ist klar, man muss hier natürlich Miete bezahlen und alles. Und deswegen. So, also, ich würde sagen, wir singen langsam durch. Hier hinten haben wir noch Kinderschuhe. Allgemein was für Kinder und wir gehen mal raus. Wenn ihr natürlich hier hinten seid, wir haben hier noch einen riesengroßen Lotus. Da kann man sehr schön einkaufen, aber das wird mal ein Spezialmovie. Aber dann werde ich euch auf der Sukhumvit Road alle Groß-Einkaufsläden vorstellen. So, wie gesagt, wir sind durch. Es war früher voller. Mehr im Angebot, aber ich glaube, wir sollten überhaupt froh sein, dass es noch auf ist und das noch verkauft wird, weil es sieht schon ganz schön mau aus in Thailand. So, also, wir sind jetzt am Hintereingang und ich würde sagen, mit den Bildern verabschieden wir uns. Ich hoffe, meine Movies gefallen euch. Ihr guckt auch bis zum Schluss. Nehmt die Finger weg, wenn die Werbung kommt. Ansonsten wünsche ich euch, dass ihr alle gesund bleibt, dass ihr mir treu bleibt und zahlreich gucken tut. Und alle glücklich werden. In dem Sinne, euer Mann in Pattaya, der Tattoo Man. Bis die Tage, bye bye. Oder zum Abonnieren da. Ja. Und das andere Movie da. Ja. Oder was da. Oder was da. Oder da. Oder da. Ja, irgendwo da ist es. Oder neues da. Movie. Oder da. Bitte auf Abo drücken und alle glücklich werden. Yeah. Und nicht vergessen, Abo. Abo. Abonnieren. Naja, irgendwo. Ich bin nicht mehr in der Nummer, nur weil du bei der Nummer gesammelt hast.